So, meine Damen und Herren, hier mal eine kleine Frage. Warum kann man uns nicht im Frieden lassen? Warum muss man die Menschen gegenseitig hassen? Warum muss man hier immer Kriege führen? Wieso hört das nicht auf? Warum muss das sein? Wir wollen alle doch leben. Wir wollen doch hier unsere Freiheit erleben, erleben, erleben und leben hier. Wir brauchen keine Kriege, keine Verletzten dann und gar keine Toten, die wir sehen können dann. Wir wollen alle nur frei sein, frei sein hier. Und unser Leben leben, denn es gehört nicht dir. Jeder hat nur eines, hat nur ein Leben dann. Und das ist ihm geschenkt worden von seiner eigenen Geburt mal dann. Von oben dann. Wir wollen keine Kriege führen hier und da. Nein, wir wollen nicht im Lande kämpfen, so sonderbar. Wir müssen das nicht tun, wir wollen das nicht hier. Doch bitte hört doch endlich jetzt auf mit dem Kriegsspielen hier. Egoisten treffen aufeinander, der eine kann nicht mehr. Drum denkt er, mit Waffengewalt kann er das Land für sich so sehr zurückerobern, was er einmal verloren hat, auch dann, damit er seine anderen weiter hier ernährt. Hey, man kann es anders, man kann es anders tun. Man kann es anders ausführen, dann in Frieden ruhen. Man braucht keine Kriege, die braucht man nicht dann. Und es müsste auch keiner sterben, sekundenlang. Am Straßenrand, sie kauern. Die Mütter von ihnen, die sitzen da mit einem Bedauern. Die Männer, die Väter, die kommen nie mehr zurück. Und das ist überhaupt kein großes Glück. Hört doch auf mit den Kriegen, wenn ihr noch könnt. Denn irgendwann wird sich die Welt zerstören, selber hier. Und irgendwann, da werdet ihr sehen, da wollt ihr flüchten dann. Doch dann gibt's keinen Ausweg mehr. Fürs Verdammtsein dann, oh Mann, hört doch auf. Hört jetzt hier, schmeckt keine Panzer mehr und kein
keine Leute von uns hier. Hey, wir brauchen keine Kriege mehr. Es gibt nur verdammtes Verwüstung.